Kathi Karrenbauer. So kam sie zur Rolle im neuen Euten Dreier. Vor rund einem Jahr sorgte ein kurzes Video im Netz für viel Wirbel, hatte hinter Gittern Star Kathi Karrenbauer, 55, etwa eine Rolle in der erfolgreichen US-Serie Orange ist the New Black bekommen? Schnell stellte sich heraus, dass es sich nur um einen Dreier handelte, der die Sendung bewerben sollte. Auch in diesem Jahr hat es wieder in den Werbespot für die neue Staffel geschafft. Aber wie kam sie eigentlich an den Job? Die Schauspielerin wurde durch ihre Rolle als Christine Walter zur Frauenknastlegende. Deshalb bekam sie offenbar auch im vergangenen Jahr die kleine Gastrolle in dem Euten Dreier. Als der Online ging, gab es innerhalb von 2,5 Tagen 1,2 Millionen Aufrufe. Wir sind durch die Decke geschossen, erzählte jetzt begeistert der Bild. Deshalb gab es für sie auch einen Auftritt im diesjährigen Dreier für die 6. Staffel. Im Januar wurde das Filmchen schon abgedreht. Dafür reiste die 55-Jährige nach New York und drehte in den berühmten Kaufmann Astoria Studios. Bei den Dreharbeiten traf auch auf die Hauptdarstellerinnen Tamlor Schilling, 34, und Laura Prepon, 38. Es war großartig, sie zu treffen und mit ihnen zu arbeiten, freute sich die Duisburgerin.